So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firewatch für die Nintendo Switch. Und wir befinden uns in Tag 2. Und, das Funkgerät mal nehmen. Zack. Und los geht's. Antworten. Ich bin wach. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. Okay. Kann ich sie reparieren? Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Good. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Irgendwie ist die geil, die Tante. Irgendwie ist sie lustig, weiß auch nicht. So, also ein bisschen aufgeräumt hat er auf jeden Fall nach dem Einbruch hier. Kann es aber egal sein, wir gehen jetzt mal los. Und gucken mal, ob wir diese Leitung finden, die kaputt ist. Wenn wir das Fenster nochmal reparieren. Macht das jemand für uns? Weiß es nicht. So. So Richtung Norden. Also müssen wir an die gleiche Stelle wieder zurückgehen, wo das Plumpsklo war. Das ist schon verkehrt hier, ne? Bin ich schon gleich verkehrt gelaufen? Das gibt's doch gar nicht. Mal ganz kurz. Wir gucken nochmal. Ich bin irgendwie, glaube ich, schon falsch gelaufen. Wo war denn das Plumpsklo hin? War das hier auf der Seite? Nö. Hä? Nicht so orientierungslos? Da ist das Plumpsklo. Okay, wir müssen in die Richtung. Gut, gut. Müssen wir wieder zur Höhle zurück. Oh, Kompass gucken. Kompass zeigt jetzt zum Beispiel nach Norden, das passt also ganz gut. Gut, dann gehen wir da nochmal hin. Bap, bap, bap. So, Henry, kannst du auch da auch runterklettern oder fällst du noch runter? Oh, es kommt noch da gut. Ach, ich glaube, eine Ranger-Stelle würde mir auch ganz gut gefallen. Irgendwie ganz witzig. Mal wir mal runter. Wir hatten ja den Typen gestern gesehen. Wer es jetzt war, der bei uns eingebrochen ist, oder ob es die Mädels vielleicht waren, die sich wieder rächen wollten an uns. Wollen wir nicht rausfinden. So. Aber zumindest ist hier ein bisschen Spannung aufgebaut worden mit diesem Einbruch. Fand ich zumindest. Also wie ihr das seht. Aber es gibt schon was, ne? So, da die Höhle. Halt der Morgennebel. Nebel melden. Hm. So, hier mal rein. Sollten wir Richtung Norden gehen, sagte sie, ne? Das stockt ein bisschen. Also es ist ein bisschen hakelig so, aber es ist nicht unspielbar, also. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder, though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? Komm, wir reden mal über Julia. I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well... But you're taking a little break. Or... We're... I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. Hä? I'm absolutely sure. Was redet sie da?
Would you? All right. I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. Aber wir fragen mal ein Gespräch eben. Who was that? Who was who? I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Oh. Wollt ihr nicht verärgern. Na gut, hier sind die Leitungen. Strommast. Ist kurz weg, okay. Muss ich denke, man hätte man nicht verärgern sollen. Naja, egal. Ist ja auch meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Wäre ich auch nicht so schlau, die Tante denn zu verärgern. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Okay. Hier sieht es auch noch ganz gut aus. Gehen wir hier hinterher. Hier sieht es ja auch gut aus, die Leitung. Keine Störung. Hier runter? Wahrscheinlich, ne? Uff. Wollen wir die Leitung mal? Auch einen spannenden Job, den ich habe hier. Oh. Hier runter? Oh, komm mal, ne? Da oben sieht sie. Oh, sieht auch alles ganz gut aus hier. Ob wir hier durch können? Müssen wir hochnehmen? Also ich sehe auf jeden Fall keine, nichts, was kaputt ist irgendwie. Hier sind Dosen. Warte mal. Hey, so there are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday. Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. Was sollten, wie können diese Mädels so dumm sein? Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Weiter Sprung? Kann ich melden? Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. How adventurous of you. I've been doing a lot more climbing out here than I expected. Well, keep your radio charged. I'd hate to one day find a skeleton with an orange backpack at the bottom of a ravine. Räumen noch ein bisschen auf hier. Ja auch. Und ich würde sagen, die Leitung ist hier kaputt. Da steht irgendwas mit Go Hell. Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Okay, untersuchen wir die Leitung. War durchgeschnitten worden. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenager.
teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Okay. Another big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Gut, auf jeden Fall liegt eine Unterhose. Wo man sehen kann, dass die schon irgendwas von uns wollten. Da liegen auf jeden Fall Dosen. Folgen wir dem mal. Mal sehen, ob wir die blöden Mistkäfer finden. Gibt's doch gar nicht, ey. Das ist aber wirklich ganz schön krass von denen, oder? Mal hier. Die werden wir finden, die kleinen Bitches. So. Lass mal auf hier. Und noch mehr Dosen? Ja, okay. Dann können wir nach unten springen. Das fängt an mir zu gefallen hier. Teenager noch ein bisschen verärgern, das wird doch spaßig. So ein Orden dafür ist alles aufräumen hier, ich weiß nicht. So, laufen wir so weiter. Muss ich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Also nicht, dass sie komisch ist, aber wenn man vorher Kona gespielt hat, dann ist das hier wirklich ganz anders. Hm. Ich sehe jetzt keine Dosen hier oder so. Mal kurz zurückgehen und gucken, ob wir den anderen Weg gegangen sind. Wo wir da jetzt weiterlaufen und dann da runterspringen und nicht mehr hochkommen. Die letzte Dose, die wir gefunden haben. Naja, einen anderen Weg gibt es ja nicht. Die können nur da längs sein. Okay. Wir können die auch hier rein. Hier könnten die auch reingehen können. Gehen wir hier durch, ob hier noch eine Dose liegt oder so. Versperrter Weg. Können wir noch nicht entfernen, aber wir können ihn melden. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Die sind schon witzig, die beiden, ne? Die könnten in so einer kleinen Comedy-Show auftreten. Die necken sich ganz gerne mal. Das lockert das ganze Spiel auch sehr auf. Gerade weil man ja auch wirklich keinen Kontakt zu anderen Leuten hat, sondern nur zu dieser Tante. So, gehen wir mal hier runter. Und hopp. So, zurückkommen wir wohl nicht mehr. Ah. Okay, also. Jonas Lake, Wetom Two Forks, Wetom Two Frere und... Okay. Ist die Frage, wo die längst gehen können, konnten. Halten wir Ausschau, ob wir ein paar Dosen finden hier. Da hängt irgendwas. Ruckzack an Ast. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Okay. Kommen wir uns mal rein. Oh, schön, eine Kamera. Dein Seil. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Bin ich runter? Wieso komme ich denn hier runter? Ach, da muss ich auch so ein Seil festmachen. Ach, Quatsch. Anyway, yeah, Brian Goodwin. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned 3 summers ago.
great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. It took off halfway through the summer. Warum? What, they couldn't handle your unique brand of charm? Not many can. Unsurprising. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know. I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Wenn wir Kamera benutzen. So können wir Fotos machen, das ist natürlich gut. Brauchen wir jetzt aber nicht, ne? So, was haben wir hier drin? Loser Stein. Der Stein der Kralle. Was haben wir drin? Gucken, ob wir noch einen Weg finden, wo wir diese blöden Mädels finden. Hey, sorry about snapping at you earlier. I thought about it and... Yeah, I suppose that must have sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. Ich bin verheiratet. Married. But you're here. Sie ist krank und ich sollte nicht hier sein. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in a fireweed. Well, I want you to stay out there, as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Okay, gucken wir mal, ob wir noch irgendwie was finden von den süßen kleinen Mädels. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Soll ich ihn gehen? You want me to go back and see what I can do? No. I want this guy to have to roll his lazy ass all the way out here. Hey, flapjack is a choice phrase, by the way. It really fits the bill in this case. Also ich sehe hier nichts von den Mädels. Ich meine ein bisschen was. Doch keine Dose mehr rum oder so. Aber ich höre Geräusche. Könnten die denn hin sein? Alles abgrasen hier? Karte. Also. Wo sind wir jetzt? Da. Wo können die denn hingelaufen sein? Wo sind die Teenager, ja. Na gut, pass auf, wir hüpfen mal diesen Weg hier runter. Wir sind hier da hinten auch längs gegangen. Hier will ja anscheinend keiner zelten, also von daher... Seil befestigen. Nochmal runter. Nur muss ja nicht runterfallen. Aber er hat ja gesagt, so viel Seile jetzt, das kann ihm also komplett egal sein. Testen wir mal. Jetzt mal tief runter. Hier längs? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja, aber anscheinend sind sie doch vielleicht längs. Mal gucken, wir haben von oben hier ein bisschen Aussicht, vielleicht können wir was sehen denn. Wo die vielleicht hin sind.
Oder auch nicht. Musik bedeutet auch immer irgendwie, dass irgendwas passiert gleich, oder? Nicht unbedingt was Schlimmes, aber dass vielleicht eine Hilfe kommt oder sie gleich nochmal anruft und... Jetzt finde ich nichts von den Mädels. Kann man das schlechtes oder gutes Zeichen sehen, das weiß ich nicht. Jernis Lake. Blue Fox. Hey, do you see that? Die Rauchsäule? Was genau? No, but maybe. See what, exactly? I can barely make it out, but there's a small wisp of smoke way down to the southwest. You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Okay, I have eyes on that smoke plume. Great. Find your way over there and give them hell. Okay, jetzt wissen wir, wo die sind. Da war es jetzt erst die Rauchsäule gewesen. Hm. Noch einen ganzen Weg sparen können. Fast in der Nähe von unserem Dings gewesen hier. War das nicht 306 hier? Versorgungskiste? Ja. Okay. What does she have? She's got Alzheimer's. Like, dementia. Oh. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Fuck. Yeah. What was it like when you guys found out? Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is... it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. So, diesmal fallen wir nicht runter. Sehr gut ist. So, die Rauchsäule ist da hinten. Wir sind wahrscheinlich auf der anderen Seite vom See wieder gelandet. Wir werden denen die Hölle heiß machen. So viel haben wir versprochen. Hier runter oder gehen wir da weiter? Die Frage, welchen Weg man gehen kann. Wir gehen mal hier längs. Mhm. Und dann irgendwie nach links wieder. Und auch dahin irgendwie? Anscheinend nicht. Führt, glaube ich, nur der Weg da vorne runter. Das machen wir dann mal. Gut. Sein kann, dass man auch hier einen Weg noch findet, aber das klappt anscheinend nicht. Auch coole Sprecher, die sie haben für das Spiel, muss ich sagen. Also es hebt die Stimmung auch, dass sie das natürlich nicht synchronisiert haben. Man kriegt natürlich auch gute deutsche Sprecher, aber ein Spiel lebt ja auch ein bisschen davon, ne? So. Und abseilen. Gut. Aber wenn wir uns hier abseilen, danke ich euch für diese Folge und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Vielen Dank und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.